Mensch, du in der Schweiz, ewig nicht gesehen. Ach, hi. Was machst du denn hier? Auch zur Foskes? Ja, natürlich. Ja, wie geht's? Wie steht's? Wie läuft's bei dir? Ja, frag mal besser nicht. Nee. Nee. Also, ach, warum? Nee, kannst du komplett vergessen, seit Corona ist. Ne? Also, ich kann nur sagen, wir müssen als Entwickler ein Feature nach anderen entwickeln, weil das Management die ganze Zeit sagt, Feature, Feature, Feature. Und der Kunde steht da letztendlich, sagt die ganze Zeit, die Features dauern viel zu lange. Der will aber auch viel zu viel. So, und das System, das läuft miserabel. Wir haben voll viel Altlasten abzuarbeiten. Ja, so, wir können nicht die ganzen Features machen. Ja, richtig. So, die müssen wir erstmal auch in den Griff bekommen, bevor wir anfangen, hier neue Features zu machen. So, und dann steht hinterher am Ende der Nutzer da und sagt auch nur so, ja, das System ist von vorgestern total altbacken, nichts funktioniert, Usability gleich null. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist schon mal besser gelaufen. Aber was mir da einfällt, habt ihr mal versucht, auch mit SAE zu arbeiten? SAE, Moment mal. Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, das ist halt das da, wo auch Google die Finger mit drin hatte und wo irgendwie alles irgendwie diese drei Buchstaben hatte. Also drei unterschiedliche, aber... Genau, ja, richtig, ganz genau. Ja, Google betreibt alle ihre Services auf SAE, aber ja, gucken wir uns doch einfach mal an, was bedeutet eigentlich SAE? Da steht ja, was ist das nochmal gewesen? Genau, Site Reliability Engineering. So, und nehmen wir einfach mal Reliability und Engineering, genau darum geht es nämlich auch hier im SAE, dass man eine Balance zwischen Innovation und Stabilität innerhalb seiner Softwareprodukte halt eben einfach findet. Ja. So, aber ich meine... Da wird oft ein Fehler betrieben, weil wer bestimmt eigentlich die Stabilität des Servers? Ja, Aspekt der Nutzer, ne? Ja, richtig. Also ist der Nutzer zufrieden, ne? Ist der Kunde zufrieden? So, der Kunde hat nicht diese Ansprüche, das Management ist zufrieden. So, und du kannst endlich mal ein geiles System fahren und Features entwickeln. Genau, und deswegen wird auch in SRE immer allem erstmal eine Critical User Journey vorgestellt. Also machen wir doch einfach mal ein Beispiel. Wir haben einen Tile-Layer-Server, so, und der liefert freudig seine Tiles aus. Ja. So, und sagen wir jetzt einfach mal, wenn von 100 Tiles ein Teil nicht ausgeliefert wird, dann können wir noch sagen, komm auch als Kunde oder als Nutzer quasi... Dann kannst du mitnehmen, also ein Teil ist nichts geschenkt. Ne? Richtig, ganz genau. So, und aus dem Grund, ja, lass uns doch daraus einfach mal erstmal jetzt aus dem SRE unseren Service Level Indicator, also unseren Indikator daraus bilden. Unser Indikator wäre ja jetzt, wird das Teil ausgeliefert oder gab es einen Fehler? Also wurde erst erfolgreich ausgeliefert. Das ist quasi jetzt unser Indikator. So, und dann gibt es ja die Service Level Objectives, die SLO. So, und wir haben ja vorhin gesagt, dass 99% ausgeliefert werden müssen. Also hätten wir ein Objective von 99%. Ja. Genau, so, und jetzt kann ja mit diesem einen verbleibenden Prozent, was noch übrig bleibt, der Entwickler als sein Error-Budget quasi arbeiten. Aha, was ist denn jetzt dieses Error-Budget genau, mit dem ich arbeite, ne? Also ich sag mal so, mein Teil-Layer fällt aus, 100% Error, das kann es jetzt ja nicht sein. Nee, also nimm mal einfach mal an, du lieferst in einer Woche 100.000 Teils aus. Dann ist 1% 1 Million. Das stimmt, richtig. So, und das heißt also, dein Error-Budget, dein Wochen-Error-Budget wären 1 Million fehlerhafte Teils, die du ausgeliefert hast. So, und jetzt, also ich meine... Das ist quasi meine kritische Grenze, auf die ich, sag ich mal... von wegarbeiten sollte. Ja, also sagen wir zum Beispiel einfach, also alles musst du dann am besten nochmal in Service Level Agreements gießen. Also das sind die Konsequenzen, sonst wäre natürlich SRE auch ein zahnloser Tiger. Ich muss quasi reagieren, sobald diese 99-Grenze erreicht ist. Ja, was heißt sobald? Nein, also sagen wir mal zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, also sobald du ein Wochenbudget verbraucht hast, also 1 Million fehlerhafte Requests hast, dann muss zum Beispiel einer aus dem Team sich dediziert um die Qualität deiner Software kümmern. Oder vorher ja dem schon einen zweiten abzuordern, dass es eigentlich erst so weit kommt. Ja, genau. Also das bleibt ja dann je nachdem auch nochmal in dem Spielraum der Entwickler, weil sie haben ja ihr Budget. Die dürfen auch quasi damit dann erstmal spielen, wie sie wollen. Aber es gibt halt eben Konsequenzen, sobald es nicht... Das ist ja dann auch eigenverantwortliches Programmieren. Ja, ganz genau. Also es macht dann auch nochmal deutlich mehr Spaß, weil man auch einfach Engineering betreiben kann und nicht die ganze Zeit irgendwelche Software-Sachen hinterher fixt. Also SRE steht dann mehr oder weniger doch irgendwie für eine sehr richtige Entscheidung. Ja, so kann man das natürlich aussehen. Aber ey, wo du das gerade sagst, sollen wir nicht nächstes Jahr oder wie auch immer auf der Foskes darüber mal einen Vortrag halten? Das wäre doch was. Sollen wir jetzt gleich irgendwie mal einen Vortrag halten? Ja, können wir auch machen. Scharf geworden. Na dann, komm, auf geht's auf die Konferenz. Thank you.